Herzlich willkommen, Freunde der anatomischen Unterhaltung. Heute zeige ich euch eine grobe Übersicht des Abdomens. Wir haben ja bereits ein Video gemacht, wo wir das Abdomen eröffnet haben und auch noch eigentlich wichtiger, wo wir das Abdomen mobilisiert haben. Denn ohne Mobilisation, die am besten von einem erfahrenen Anatomen oder je nachdem, ob sie im Sitzzirkus sind, von einem Gruppenleiter oder einer Gruppenleiterin durchgeführt wird, weil ohne Mobilisation ist ein richtiges oder sinnvolles Studium nicht möglich. Das heißt, wir fangen hier wieder an, sehen hier sehr, sehr schön die vordere Bauchwand. Ich schnappe mir nur schnell eine Pinzette, Rektusscheide eröffnet und auch durchtrennt, damit wir eben in den Bauchraum hineinkommen. Musculus rectus abdominis, den klappen wir dann weg, dann können Sie in weiterer Folge den Aufbau der Rektusscheide studieren. Das klappen wir jetzt einmal auf die Seite. Hier der Nabel, auch wichtig, dass man den erhält. Warum? Dann sieht man schon, bevor ich es Ihnen dann nochmal später erkläre, damit das Ligamentum teres hepatis bzw. der freie Rand des Ligamentum falciforme hepatis gut erhalten ist. Wenn Sie das nämlich da irgendwo durchschneiden würden, ist es relativ schwierig dann für Sie, das später richtig zu identifizieren. Und dann hoffe ich für Sie, dass Sie Prüfungen am Präparat ablegen müssen und nicht irgendwie theoretischen Quatsch. Wenn Sie das nicht dürfen, können, wollen, müssen, dann haben Sie Pech gehabt, in meinen Augen. Zumindest ist es eigentlich besser, wenn man eben Prüfungen, sein anatomisches Wissen, an den Präparaten überprüft bekommt, beziehungsweise das auch entsprechend machen muss. Sie sehen, ich verheddere mich mit der Pinzette, aber wichtig ist es auch im Zuge des Studiums, dass man eben hier unsere erste große Struktur, das Omentum majus, dass man das immer wieder eben am Präparat auch ausstreicht, denn das wird dann immer geschmeidiger auch, okay, und dann wird es dann leichter zum Studieren und passen Sie auf, dass diese Struktur Ihnen nicht austrocknet. Wir beginnen dann mit einer schnellen und vereinfachten Übersicht, bevor wir uns dann die Dinge etwas im Detail anschauen. Wenn wir das Abdomen erblicken im eröffneten Zustand, da sehen wir sofort, die Oberbauchorgane verstecken sich beziehungsweise sind noch immer geschützt auch durch den Rippenbogen. Das heißt, in weiterer Folge müssen wir dann eben die untere Thoraxapertur oder obere Bauchapertur, wobei ich glaube Bauchapertur, das sagt man gar nicht, aber das macht ja nichts. Das heißt, wir sehen hier einmal den Magengaster und jetzt in dieser Ansicht für Sie nicht zu erkennen, die kurze Pars abdominalis des Esophagus, die sich hier versteckt, aber da werden wir dann die Kamera wechseln, damit Sie da auch einen Einblick erhalten. Wie versprochen, hier eben die Nachreichung. Ich glaube, das werden wir einfach ohne relativ unkompliziert ins vorherige Video, beziehungsweise eigentlich dann bestehende Video einfügen. Okay, das macht ja nichts. Ich habe hier einfach, ich ziehe die Leber nach oben mit den Haken, ziehe mir den Magen nach unten und dann sieht man hier ganz, ganz oben im letzten Winkel, wo ich jetzt mit meinem Finger drauf bin, die sehr, sehr kurze Pars abdominalis vom Esophagus und dann hier relativ schön den Übergang in den Fundus des Magens, das ist auch der Ort, wo sich dann bei Röntgenbildern die Magenblase, weil sich hier eben die Luft sammelt, regelmäßig abbildet und dann sehen wir hier etwas schöner nun die Curvatura gastrica minor. Ich schiebe nur die Hand noch ein bisschen herum und dann hier eben sehr schön zu sehen, wo ich mit dem Finger drauf bin, die Pars flaccida, dieser durchscheinende Teil vom Ligamentum hepatogastricum und dann hier oben dieser letzte Zwickel eben, das Ligamentum hepatoesophageum, das hier eben zum Esophagus zieht. In weiterer Folge, wenn Sie dann den Abdomen etwas anpräpariert haben, in situ wird das ein bisschen leichter, aber dann kann man den Magen nach oben schlagen und dann sehen Sie hier dann auch die Ausdehnung der Bursa omentalis. Und Sie sehen aber bereits, man sieht hier immer noch nicht die Milz, auch wenn ich jetzt mit der Hand hineinfahre, ganz, ganz weit dorsal. Jetzt spüre ich mit der Fingerspitze die Milz. Das heißt, Sie können sie aber im Regelfall auch hier nicht so einfach zur Ansicht bringen. Dann müssen Sie mehr resezieren bzw. mehr weiter präparieren. Okay, dann wieder jetzt zurück zum anderen Video. Das heißt hier der Magen, dann geht es weiter beim Magen vom Bülorus, den man immer sehr, sehr gut tasten kann. Und vom Bülorus ausgehend, streiche den Magen auf die Seite, setzt sich dann das Duodenum
liegt denn hier versteckt? Das wissen Sie ja oder sollten Sie wissen. Selenium liegt ja retroperitoneal. Entsprechend müssen wir dann hier auch das Omentum majus mit dem Colon transversum nach oben klappen und dann geht hier in der Tiefe das Duodenum weiter und geht dann weiter in das Jejunum. Das nehmen wir dann einfach, fächern es einfach durch. Okay, ist meistens eben an der konservierten Leiche, insbesondere wenn sie Formalin konserviert ist, relativ verkürzt im Vergleich zum Lebenden, aber das macht ja nichts, ist ja trotzdem noch genug da. Im Zuge dessen passen Sie auf, während Sie eben den makroskopisch nicht erkennbaren Übergang von Jejunum aufs Ileum sehen, dass Sie da so zwischen, ja, meistens zwischen 50 und 100 Zentimeter ab Iliozäkalklappe, ob Sie da irgendwo vielleicht noch ein Meckeldivertikel erahnen oder sehen können, ist eine wichtige, zwar ein bisschen seltene, aber trotzdem wichtige Differentialdiagnose dann bei Entzündungen des Wurmfortsatzes, der Appendix vermiformis. So, dann geht es hier weiter, Ende von Dünndarm, iliozäkaler Übergang in das Cäcum, den blind endenden Darm, ist eigentlich definiert als der Abschnitt, der kaudal oder tief von der Einmündung des Ileums liegt und meistens eben am Cäcum, am Blinddarm, hängt dann der umgangssprachliche Blinddarm, die Appendix vermiformis dran. Ich weiß jetzt gerade nicht einmal auswendig, ob wir da einen Wurmfortsatz noch haben. Nein, Sie sehen, ich schaue mir da auch an, weil diese Appendix vermiformis, das ist eigentlich nur Fettanhängsel, was Sie hier sehen, ist keine Appendix vermiformis. Die kann klarerweise einmal Richtung kleines Becken liegen, wenn eine da wäre, aber auch retrozekal. Deswegen ist es immer wichtig, dass man hier das Cäcum nach oben klappt und sich da anschaut, ob da nicht vielleicht im Fett, das auch individuell ausgeprägt ist, noch irgendwo die Appendix vermiformis klebt. Das heißt, dann vom Cäcum, Blinddarm, geht es dann sofort nach oben in das Colon Aszendens, in den aufsteigenden Anteil des Dickdarmes. Und dann kann man hier auch noch einmal schauen, wie liegt das Colon Aszendens. Ich mache hier noch etwas Platz, damit wir da auch gut hineinsehen. Ja, Sie werden sich jetzt denken, ja, so viel sehe ich da nicht, da muss ich ein bisschen tasten. Ist an dieser Körperspenderin eben den doch, sage ich mal, etwas stärker ausgeprägten intraabdominellen Fett geschuldet. Auf jeden Fall, das kann man aber sehr gut tasten. Geht hier, folgen Sie meinen Finger geistig, der aufsteigende Anteil des Dickdarms nach oben zur rechten Kolonflexur und geht dann in das Colon transversum über. Brauchen ein bisschen mehr Übersicht, ja, perfekt. Und hier sieht man eigentlich relativ schön, wenn ich das Colon transversum mit meinem Finger nachfahre, dass das Colon transversum zwar transversal, grob gesagt, verläuft, aber lässt sich hier erahnen, wenn ich jetzt mit dem Omentum majus nach unten klappen, dass dieser Teil von Colon transversus gar nicht so klassisch transversal im oberen Bauch verläuft, sondern hier in dem Fall doch relativ weit nach unten, fast schon bis in das kleine Becken reicht. Und das gibt es auch regelmäßig beim Lebenden, dass das Colon transversum hier wirklich bis in das Becken reichen kann, ist dann auch entsprechend bei Pathologien oder generell in der Bildgebung, sollten Sie das wissen. Auf jeden Fall geht es dann hier weiter, Colon transversum, und dann ganz, ganz hier oben im Zwickel dann die linke Colonflexur, die meist nicht einsehbar ist, sondern eigentlich nur tastbar, weil sie ja eigentlich direkt unterhalb der Begrenzung der Milz-Nische liegt und dann von dieser linken Colonflexur ausgehend beginnt dann der absteigende Teil des Colon Descendens. Das geht hier dann weiter am Rand hinunter. Ich muss noch meine eigene Hand ein bisschen aus dem Weg bekommen. Okay, das zieht hier entlang und geht dann hier am Übergang in das Sigma über. Ich tue hier nur den Dünndarmweg. Und an diesem Präparat haben wir hier wirklich in der Tiefe, müssen wir vielleicht schauen, das ist so, ja, da jetzt habe ich jetzt in der Hand, geht das eben von hier ausgehend, auf die andere Seite,
der Übergang in das doch sehr stark ausgeprägte Sigma, das dann im Regelfall wieder intraperitoneal, also sprich ein freies Meso hat. Und da wissen Sie ja bereits, Colon Deszendenz und Colon Aszendenz können je nachdem intraperitoneal auch liegen, wenn es zu einer Malrotation kommt. Das heißt nichts anderes, dass eben das ursprüngliche Meso, das wir ja in allen Abschnitten eigentlich des Dickdarms besitzen, wenn das nicht mit der Rückwand der Bauchhand verklebt, haben Sie ein sogenanntes frei bewegliches Colon, im Regelfall Colon Aszendenz, relativ seltener, dass das Colon Deszendenz auch eben frei beweglich, sprich dieses ursprüngliche Meso noch erhält. Beim Sigma, beim Colon Sigmoideum, ist das regelmäßig der Fall und auch hier wichtig in dieser Plica Sigmoidea, da verlaufen dann auch die Aufgabelungen der Vene und auch der Arteria mesenterica inferior. Das heißt, wenn wir uns dann eben dieses hier Platz machen, das Sigma soweit wirklich verdrängen, geht es dann hier hinunter Richtung Becken, wird ein Thema eines anderen Videos sein, wo es dann hier dann der rektale Übergang vorherrscht. Das kann man aber direkt eigentlich hier auch nur tasten und nicht wirklich direkt einsehen. Okay, so viel mal zur groben Übersicht. Wenn wir uns jetzt dann schnell einzelne oder wichtige Punkte zu den einzelnen Organen anschauen, beginnen wir vielleicht mit der prominentesten Struktur, auch wenn es jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge ist, aber das Omentum Majus. Das große Netz, was macht das? Ist im Regelfall mit dem Colon transversum verbunden und auch mit der Curvatura major des Magens, ist dann dort befestigt an beiden Dingen, da es sich entwicklungsgeschichtlich eben aus zwei Blättern entwickelt, die dann miteinander verschmelzen. Von der Aufgabe her, das Omentum Majus ist dafür zuständig, dass die Peritonealflüssigkeit, die wir ja brauchen, damit eben die Darmbewegungen ja mit wenig Reibung, sage ich jetzt einmal so, vonstatten gehen können und entsprechend wird diese Peritonealflüssigkeit vom Omentum Majus produziert und dann auch wieder resorbiert. Entsprechend, wenn Sie irgendwelche pathologischen Veränderungen im Abdomen haben, kann sich eben das Omentum Majus nicht über Muskelkraft, sondern über Chemotaxis zum Ort der Entzündung hinbewegen, grenzt dann dort die Entzündung ein, kann dann auch in weiterer Folge, sollte diese Entzündung chronisch bestehen, dort dann auch verkleben und führt eben dazu, dass eben je nachdem die Immunabwehr richtig funktioniert. Das heißt, Omentum Majus Hauptaufgabe eben neben der Produktion und Resorption der Peritonealflüssigkeit eben als Organ der Immunabwehr funktioniert und entsprechend eben kann es dann auch häufig Verklebungen geben, beziehungsweise kann wirklich auch kleinere Schnitte, Löcher, Verletzungen des Dickdarms können eben auch abgedeckt werden. Da spricht man eben, der Chirurg spricht dann eben von einer gedeckten Perforation, kann dann auch eben intraoperativ, insbesondere bei laparoskopischen Eingriffen, wo sie manchmal nicht so eine gute Übersicht haben, auch beim Einführen der Trokare oder auch schon nach Setzen des Hautschnittes bei offenen Varianten dazu führen, dass sie im ersten Moment nicht sehen, weil wenn das Omentum Majus überall herumhängt, ist ja auch die Gefahr groß, weil sie wissen ja vorher nicht im Regelfall, wenn sie da keine genaue Bildgebung haben, ob sich da nicht darunter Darm befindet und dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass sie da hineinschneiden, sollten sie logischerweise nicht machen. Zur Peritonealflüssigkeit selbst, die wird eben, da wird grob jetzt, sage ich, ein Kreislauf beschrieben, sprich auf der Oberfläche der Organe wird diese Flüssigkeit produziert, fließt dann der Schwerkraft folgend Richtung kleines Becken, das passiert eben hier in diesem Abschnitt, oberhalb des Dünndarms. Das heißt, die Flüssigkeit fließt dann nach unten und wird dann durch den Druck des Zwerchfells, aber auch durch die Bewegungen des Beckenbodens, hier dann wieder, weil das Zwerchfell ja eigentlich den größeren Druck produziert als der Beckenboden, parakolisch, also zu beiden Seiten, dann hier Richtung Zwerchfell gesaugt und dann geht es wieder so weiter. Das heißt, wir haben einen Kreislauf grob von der Mitte, von der Medianen ausgehend nach
Kaudal und dann in den parakolischen Rinnen wieder oben Richtung Zwerchfell. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum sich Entzündungen in der sogenannten Morrison Pouch, also im Rezessus hepatorenalis, absammeln. Warum? Weil es hier fast schon eine natürliche Nische ist, wo eben dieser Kreislauf etwas mit einer verminderten Flussgeschwindigkeit fließt, und wenn sich jetzt Bakterien oder andere Erreger in der Peritonealflüssigkeit befinden, ist das der Grund, warum sich hier dann die Entzündung ansammelt. Also dieser Druckausgleich, der durch das Zwerchfell angetrieben wird, ist der Hauptgrund. Und zusätzlich dann, wenn Sie den Patienten eben standardmäßig am Rücken lagern, dann fließt dann auch logischerweise die Flüssigkeit dorthin. Okay, aber der Hauptgrund, warum sich Entzündungsprozesse, Abszesse in der Morrison Pouch, also im Rezessus hepatorenale, ansammeln, ist nicht unbedingt die Schwerkraft, wenn Sie den Patienten hinlegen, sondern wirklich dieser Kreislauf, der eben primär motorisch oder druckmäßig, muss man sagen, vom Zwerchfell angetrieben wird, in Kombination damit dem Beckenboden. Da gibt es auch, das kann man in funktionellen MRT-Aufnahmen relativ schön sehen, dass sich da wirklich beide Muskelplatten synchron, nicht nur mit der Atmung, sondern auch generell bewegen, und entsprechend dann auch sehr, sehr wichtig für ein gutes oder funktionierendes Milieu. Gut ist immer ein bisschen schwierig, wenn man gut sagt, für ein funktionierendes Milieu im Bauchraum sehr, sehr wichtig sind. Denn entsprechend, wenn dieser Kreislauf der Peritonealflüssigkeit nicht gut funktioniert, ist eh klar, dass dann die Immunabwehr auch geschwächt ist. Da gibt es relativ in den letzten Jahren neue Forschungsergebnisse dazu, wie der Druck, der im Bauchraum herrscht, eben physiologisch diese ganzen Vorgänge eben beeinflusst, manchmal positiv, manchmal negativ, aber das ist eine Sache der Physiologen, die können Ihnen das sicher viel, viel besser erklären wie ich. Ansonsten vom Magen, wenn wir uns den dann runterziehen, fangen wir oben an. Wie gesagt, wir reichen die Aufnahmen in dieser Region Übergang noch nach. Sieht man auf jeden Fall sehr prominent, wenn man das so ein bisschen herzieht. Hier die Kurvatur major, heißt ja nichts anderes wie die große Kurvatur. Und dann sieht man eigentlich schon hier, zeichnet sich ab, eben durch das Omentum Maus hindurch, auch die entsprechende venöse und arterielle Versorgung, die hier den Magen versorgt. Und wenn es eine große Kurvatur gibt, muss es auch eine kleine Kurvatur geben, und zwar die Curvatura gastrici minor, die sich hier ausspannt und da als Übrigbleibsel aus der Entwicklung von Mesogastrium ventrale bzw. Mesohepaticum dorsale, das Ligamentum hepatoduodenale, das kleine Netz des Omentum minus, das uns in weiterer Folge dann auch die Bursa omentalis begrenzt, und die kann man am besten tasten, wenn man sich den Magen nach unten schiebt, die Leber nach oben hält und dann hier einfach mit den Finger hineinfährt. Selber schauen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man diese Öffnung auch richtig tastet. Die kann manchmal ein bisschen verklebt sein, so wie hier, aber das mache ich immer vorsichtig. Warum? Weil es eben sein kann, dass man in weiterer Folge diese Bursa mehr künstlich als anatomisch begrenzt. Das sollte man klarerweise nicht tun, aber jetzt finde ich da wirklich nur das Eingangsloch, aber trotzdem keine richtige Öffnung. Bin mir selber unsicher, ob ich nicht da schon zu tief bin. Na, das ist einfach nur verklebt. Ich spüre es eben auf meinen Finger. Da müssen irgendwelche Verklebungen gewesen sein, da ich da wirklich nur mit der Fingerspitze hineinkomme. Ansonsten im Regelfall, wenn Sie da gut hineinkommen, sieht man eigentlich auch den Finger durchscheinen, und zwar wo sieht man ihn durchscheinen? Am, wenn man das jetzt ein bisschen bingeliger, anatomisch genauer beschreibt, gibt es vom Ligamentum hepatoduodenale ja nicht nur ein Ligamentum hepatoduodenale vom Momentum minus, sondern unterschiedliche Abschnitte. Das heißt, der Teil, der fest undurchsichtig ist, weil dort ja auch die Strukturen zur Leber hin und weg laufen, wird eigentlich als Ligamentum hepatoduodenale bezeichnet, und der Abschnitt von der Leber zum Magen als Ligamentum hepatogastricum, und der letzte Anteil, der in der kurzen oder zur kurzen Pars abdominalis des Esophagus zieht, als Ligamentum
Hepatoösophageum. Okay, ist ein bisschen eine Oldschool-Beschreibung. Das Wichtige ist nur, dass das Ligamentum Hepatogastricum, nachdem dort keine, im Regelfall keine großen Strukturen verlaufen, wird das auch als durchsichtiger Abschnitt bezeichnet, als Pars Flaccida, weil man da eben manchmal an diesem Präparat nicht, aber manchmal eben dann auch sogar den Finger, den tastenden Finger durchscheinen sieht. Wenn wir dann hier dann hochziehen etwas, dann sieht man eigentlich sehr, sehr gut, das passt eigentlich schon, die Leber und in dem Fall an unserem Präparat hier, an unserer Dame, die Gallenblase, die ist irgendwie hart, fällt mir gerade auf. Ich denke mal, da wird sich ein großer Gallenstein befinden, weil im Regelfall, das weiß ich aus Erfahrung, macht eben die Konservierungsflüssigkeit, macht jetzt nicht irgendwelche festen Strukturen im Regelfall in der Gallenblase. Das heißt, bei der weiteren Präparation werden wir uns das noch genauer anschauen. Aber was man hier sehr, sehr schön sieht, dass hier der Fundus der Gallenblase leicht über den Leberrand hinaus ragt, was auch bei Ultraschalluntersuchungen des Abdomens, die ja heute eigentlich fast jeder Arzt und jede Ärztin durchführen kann, ein wichtiges Merkmal auch zur Beurteilung der Gallenblase und vorher schon erwähnt, Übrigbleibsel aus der Entwicklung hier, das Ligamentum falciforme, also der frei bewegliche kaudale Teil und hier der feste Teil des Ligamentum teres hepatis, die ihr dann beide beziehungsweise Ligamentum teres hepatis dann zum Bauchnabel ziehen. Ansonsten sehen wir hier sehr, sehr beeindruckend dann den rechten Leberlappen Lobus hepaticus dexter und klarerweise mit seiner auch nicht sehr kleinen Ausbreitung den Lobus hepaticus sinister, der meist, sage ich jetzt mal, ist zwar normal, ist jetzt nichts Besonderes, aber doch viel weiter nach links reicht, wie meistens zumindest die Vorstellung der Studierenden, wenn man dieser Übersicht jetzt bleiben. Ich taste hier mit dem Finger, Sie sehen, wie weit ich mit meiner Hand da hineinfahre. Jetzt bin ich erst am anderen Ende vom linken Leberlappen und der projiziert sich ungefähr hierher. Okay, so weit bin ich mit dem Finger hier im Oberbauch. Also das ist schon fast schon Milzhöhe. Apropos Milz, wenn Sie die Milz tasten wollen, dann müssen Sie auch das Konvolut der Organe zu sich herziehen. Mit einer Hand schaffen Sie sich den Platz oder Sie klappen die Bauchwand so nach vorne, dass hier Platz in der Nische entsteht und dann mit der anderen Hand fahren Sie hier hinein in die Tiefe so lange, bis Sie wirklich an der Milz sind. In dem Fall sind auch kleinere Verklebungen, das macht nichts. Im Regelfall müssen Sie, das sieht man dann als Prüfer oder Prüferin sehr, sehr schnell, wie weit die Hand eben im Bauchraum versenkt wird. Und meistens ist es so, es muss fast mehr oder weniger die ganze Hand eigentlich versenkt sein. Erst dann sind Sie wirklich dann auch bei der Milz angekommen. Da können wir aber, solange die Organe im Situ belassen sind, nicht sehr viel dazu sagen. Okay, gut, dann Foramen omentale, das zeigen wir Ihnen dann, beziehungsweise die Bursa omentalis, das zeigen wir Ihnen dann auch in einem anderen Video. Hier ist nur wichtig, bei der Versorgung der Leber, wo Sie dann in weiterer Folge Truncus celiacus und seine Äste präparieren, vorausgesagt, die Äste, Arteria gastrica sinistra, Arteria splenalis oder lienalis und die Arteria Hepatica communis ist im Regelfall dieser Standard-Lehrbuchfall, den finden Sie nicht einmal in 50% der Fälle. Okay, das nur vorausgeschickt, dass Sie das vorher wissen, dass Sie nicht erschrecken, wenn da diese Arterienaufteilung, wenn Sie das präparieren, nicht irgendwie so vorfinden. Da gibt es alle möglichen und unmöglichen Varianten, das erklären wir Ihnen dann auch in einem anderen Video. Wichtig ist nur, merken Sie sich das zwei Sachen. Eben nur in nicht einmal 50% der Fälle besteht der Truncus celiacus als Tripus halleri, also bestehend aus diesen drei Gefäßen. Und sehr, sehr häufig finden Sie eine akzessorische linke Leberarterie, ist die häufigste Gefäßvariante für die Leber und auch klinisch-chirurgisch entsprechend wichtig. Und die verläuft dann eben in der Pars im Ligamentum hepatogastricum. Also achten Sie bei der Präparation auf solch eine Gefäßvariante, dass Sie diese nicht zerstören, beziehungsweise merken Sie sich, dass es diese Gefäßvariante gibt. Ansonsten noch wichtig jetzt zum Magen, ohne jetzt zu lange auf den eigentlichen Aufbau einzugehen.
häufigster Ort für Karzinome ist die Curvatura minor. Entsprechend auch der Ort, das hat mit Säurebeeinflussungen oder Beeinflussungen der Magensäure zu tun, finden Sie auch hier, umso näher Sie Richtung Bülorus ziehen, ist auch das hier der häufigste Ort von Geschwüren, von Ulzera, okay, dass man heute sehr, sehr leicht auch medikamentös behandeln kann. Entsprechend hat die Magenchirurgie sehr, sehr stark an Bedeutung verloren und leider Gottes dadurch, dass man nicht so wie früher viele Magenoperationen aufgrund von Geschwüren, also von Ulzera durchführen muss, verlernen das auch ein bisschen die Allgemeinchirurgen und entsprechend, wenn dann jemand Magenkrebs hat, findet man auch oftmals, sage ich jetzt mal, relativ schwer einen Operateur, der genug Übung darin hat. Prinzipiell ist es aber klarerweise positiv, dass man heute eben medikamentös, konservativ diese Geschwüre behandeln kann, weil sonst gäbe es ja irgendwie mehr Operationen. Und jede Operation, egal wie klein, egal wie einfach, hat klarerweise immer auch ein mehr oder weniger hohes Risiko, unabhängig vom Können des Operateurs. Das heißt, wir gehen hier jetzt weiter, Richtung eben Duodenum können wir nicht so einsehen. Hier ist eigentlich nur wichtig, wenn Sie dann in weiterer Folge, kriegt mir das, muss ich selber ein bisschen in die Kamera schauen, ob man das gut sieht, genau an diesen Übergang vom Duodenum, dann hier, genau wo ich jetzt mit dem Finger drauf bin, in das Jejunum, sieht man hier in dem Fall eigentlich keine großartigen Glize oder Rezessus. Es ist hier so ein bisschen leicht, ja, okay, könnte man jetzt schon einen Rezessus retroiliacalis oder duodenalis inferior hier am Übergang beschreiben, würde ich jetzt nicht machen. Da muss ich ein bisschen zu viel künstlich sehen, wenn ich umso mehr ich da mit dem Finger hineingehe, umso eher entsteht solch eine Ausstülpung oder solch ein Raum, da merken Sie sich prinzipiell die Blize und Ligamenta im Bauchraum. Das hat wenig zu tun jetzt mit dem Kreuzband, also die jetzt echte Bänder sind, sondern im Bauchraum sind die Bänder, diese Blize oder Ligamenta, je nachdem, wie sie beschrieben sind. Und ich glaube, das sieht man hier sehr, sehr gut. Wenn wir da nochmal vielleicht ein bisschen hineinzoomen, dann sieht man eigentlich sehr, sehr schön, dass es nichts anderes als Peritonal-Duplikaturen sind, weil man sieht hier eigentlich recht gut, dass ich eben meine Pinzette an diesem dünnen Band, an dieser dünnen Peritonal-Duplikatur durchscheint und entsprechend sind das nicht feste, starre Strukturen, sondern Strukturen, die eben mit einer hohen Variabilität vorkommen und entsprechend müssen Sie dann immer auch den gesamten Bauchraum studieren und durchsuchen, ob man jede Plika, die jemals beschrieben wurde oder jedes Ligament auch überhaupt an Ihrem Präparat in dem Fall sieht. Ansonsten hier am Mesenterum, am Mesenterialgegröße, das ich ja regelmäßig eben von oben links hier bis ins kleine Becken, also bis zum Cecum erstreckt, das Mesenterium, die Gegröße Wurzel, die entsprechend auch die Aufteilungen der Arteria Mesenterica Superior enthält und dann hier logischerweise hier den gesamten Dünndarm versorgt. Ansonsten noch regelmäßig finden wir dann in und um das Cecum mehrere Rezessus oder Blize. Zum Beispiel, wenn jetzt da eine Appendix vermiformis da wäre, würden wir auch die Mesoappendix sehen. Hier ist aber prinzipiell eigentlich nur zu beanstanden, wenn wir hier das nach oben klappen, enthält dann hier im Regelfall, wenn jetzt keine Gefäßvariante vorliegt, ist in diesem Bereich dann die Arteria iliocolica zu finden, die dann auch die Arteria appendicularis zu Appendix vermiformis abgibt. Beide sehr, sehr wichtige Gefäße, denn klarerweise Appendektomiden, also umgangssprachlich die Entfernung des Blinddarmes, eigentlich ist ja nur die Entfernung des Wurmfortsatzes gemeint. Wie gesagt, das ist nicht der Appendix, das ist einfach nur ein Fett, das da herumhängt. Entsprechend muss man da auch Bescheid wissen und da sollte man schon auch zumindest ein, zwei Gefäßvarianten kennen. Und welche sind das? Die zwei wichtigsten. Einmal regelhafter Abgang der Arteria appendicularis aus der Arteria iliocolica, aber sie kann dann auch aus der Arteria colica dextra abgehen, die in diesem Bereich, das kann man vorher nicht sehen, verläuft aber meistens ungefähr mittig vom gesamten Colon Ascendens verläuft. Das heißt, auch von hier kann dann die Arteria appendicularis so nach unten ziehen. Das Colon Transversum wird dann im Regelfall von der Arteria colica
Media versorgt, die meistens eben dann hier heraufzieht und dann gleich wie auf der rechten Seite das Colon Aszendens durch die Arteria colica sinistra. Und jetzt gibt es da bei den Gefäßvarianten bzw. dem Versorgungsgebiet zwischen letzten Drittel vom Colon transversum und Colon Aszendens auch wiederum eine Reihe von Gefäßvarianten, je nachdem, wie weit die Arteria colica media ihr Versorgungsgebiet Richtung linke Kolonflexur fortsetzt oder wie weit die Arteria colica sinistra ihr Versorgungsgebiet zwischen zur linken Kolonflexur bzw. zum Colon transversum dann fortsetzt, gibt es da auch wieder unterschiedliche Varianten. Warum ist das wichtig? Bei Hemikolektomien, sprich wenn man Teile des Dickdarms bei Tumorerkrankungen entfernen muss, das wird dann mal mehr, mal weniger großzügig passieren und da muss man eben auch Bescheid wissen, dass es da Gefäßvarianten gibt. Das fängt an vom Auftreten von mehreren Arterien, Colicae mediae, da kann es mehrere geben und eine gewisse Bogen- und Schlingenbildung und entsprechend hat man zwei wichtige Anastomosen, die die beiden Versorgungsgebiete miteinander verbinden bzw. vereinigen, auch mit Eigennamen versehen. Und zwar einmal gibt es da Anastomosen, die darmentfernt sind, wenn das irgendwie ein richtiges deutsches Wort ist, aber das wäre die Anastomose von Riolan. Das sind Verbindungen zwischen der Colica media und der Colica sinistra, die darmentfernt liegen und die ganz, ganz nahen, darmnahen Anastomosen, die fast schon, also nicht im Kapillarbereich, aber sich also Verbindungen eingehen mit den kleineren, feineren Endästen der Arteria colica media und der Arteria colica sinistra, werden als Drumont-Anastomosen bezeichnet. Noch ein wichtiger Hinweis, deswegen ist auch die Kenntnis der einzelnen Entwicklungsstufen der Bauchorgane wichtig, nicht nur für die Lage dann der Organe selbst, sondern auch Abkömmliche des Mitteldarms. Das wird in Englisch also Midgut und Hindgut unterteilt. Und da ist wichtig als Vorabinformation, durch die unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind auch tumoröse Veränderungen unterschiedlich in Bereichen, in diesen beiden Bereichen. Das heißt, Tumore, die von Abkömmlichen des Mitteldarms, des Midguts entstehen, haben ein anderes genetisches Profil und sprechen dann entsprechend auch anders auf Chemotherapeutika und so weiter an, haben auch ein entsprechend anderes Outcome, wie jetzt Tumore, die vom Hindgut, also vom Enddarm aus entstehen und embryologisch dann ein anderes, nicht ein komplett anderes, aber ein unterschiedliches genetisches Profil haben und sich das dann auch wieder eben auswirkt auf alles Unterschiedliche, also alles Mögliche, sprich entweder auf die Behandlung bzw. das Outcome. Okay, gut, dann schauen wir auch, wenn ich jetzt eigentlich zum Becken wollte ich Ihnen jetzt nicht viel erzählen, ist auch relativ schwierig hier Einblick zu gewinnen, aber weil es mir vorhin aufgefallen ist, als ich den Darm herum manipuliert habe, ich richte mir nur das Kolon her, sieht man hier eigentlich relativ schön das Ovar und jetzt vorausgeschickt, bevor wir dann ein eigenes Video zu den Beckenorganen produzieren, da werden wir wahrscheinlich ein geteiltes Becken nehmen, damit wir da irgendwie von der Seite auch gut hineinschauen können, aber vorab, an diesem Präparat befindet sich übrigens kein Uterus mehr. Das, was sich da hinten abbildet, ist eben noch das Sigma, das ich eigentlich hineingelegt habe und jetzt noch weiter hineingedrückt habe und auf der ventralen Bauchhandfläche klarerweise die Blase. Aber sieht man hier nicht, ist auch egal. Wichtig ist nur, was ich Ihnen zeigen wollte. Wir haben hier das Ovar-Eileiter, also Tuba Uterina, die hier dann mit den Fimbrien, und da sehen wir, wenn wir dies auf die Seite legen, hier sind die Fimbrien, die zumindest, ist eine meiner Lieblingsprüfungsfragen, die ist mir mal eingefallen, das ist ja eigentlich theoretisch die einzige offene Verbindung zur Außenwelt bei der Frau, okay, was hier wirklich Vagina, Uterus, Tuba Uterina, aber egal, wichtiger hier dann das Ovar, und wenn wir uns das Ovar anschauen, hat das Ovar zwei Ränder. Und dieser freie Rand, wo keine Verbindung besteht zu irgendetwas, wird dann entsprechend als Margo Lieber bezeichnet. Und die gegenüberliegende Seite von Margo Lieber, weil es sich ja beim Ovar um ein intraperitonales Organ handelt, muss zugleich das
der Bereich sein oder das Meso sein, wo die Gefäße in das Ovar treten. Okay, weil die Gefäße treten ja beiderseits an das Ovar heran und das Mesovar, in dem dann auch die Gefäße laufen, das liegt nicht hier so, sondern das zeigt man, indem man den Finger, jetzt muss ich selber überlegen, wie ich Ihnen das am besten zeige, mit zwei Pinzetten, wenn Sie die Tuba Uterina halten, etwas leicht anziehen und das Ovar dann so wegklappen, dann haben Sie hier diese Fläche genau gegenüber vom Margot Lieber, das ist das Mesovar. Okay, das ist wichtig, das wird immer falsch gezeigt. Margot Lieber, Ovar wegklappen, bisschen Platz bringen zwischen der Tuba Uterina und dem Ovar, so aufeinander klappen und dann haben wir hier dieser kurze Abschnitt von da nach da, wirklich nur diese, das werden das sein, ein Fingerbreit, da liegt das Mesovar. Nicht da, nicht da und schon gar nicht da irgendwo. Okay? Das hier ist das Mesovar. Ist mir nur aufgefallen, dass manchmal auch in den Büchern falsch beschriftet ist, beziehungsweise etwas schwierig zu verstehen beschriftet ist. Okay? Gut, und entsprechend dann in weiterer Folge kann man das dann auspräparieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt haben Sie eine grobe Übersicht bekommen. Noch was, weil ich es jetzt auch wieder mal gerade sehe, abschließend, hier sieht man die Aorta, wie sie sich eben aufteilt, Arteria iliaca communis und dann in weiterer Folge iliaca externa und dann hier ins Becken interna. Was sehr, sehr häufig ist bei älteren Personen durch arteriosklerotische Veränderungen, ist die Aorta nicht schön gerade und teilt sich dann schön auf, sondern hat je nachdem unterschiedlichen Status der Arterienverkalkung, kann es hier auch einen anderen Verlauf geben, denn durch die Arteriosklerose, durch die arteriellen Kalkplaques kann es eben sein, verändert sich dann auch die Position der Arterien. Das können Sie sich einmal beim Hals anschauen. Dort ist es meist sehr, sehr eindrücklich. Da kommt es bei der Arteria carotis communis extern oder auch bei der interna sehr, sehr häufig zu Schlingenbildungen. Durch diese Arterienplaques dreht sich dann mit der Zeit das Gefäß in alle Richtungen. Und was ich Ihnen eigentlich vorher sagen wollte, ist, dass hier auf der Aufgabelung der Arterie, genau hier verläuft der Plexus hypogastricus superior. Der wird leider Gottes immer oder öfters bei den Präparationen zerstört. Passen Sie auf dem aus, ist klinisch sehr, sehr wichtig, weil hier ja das autonome Nervensystem Richtung kleines Becken zieht und entsprechend klinisch und für das Verständnis von höchster Relevanz. Und das kann man eigentlich auch sehr, sehr schön präparieren, weil der hier dann im Becken wirklich eine Nervenplatte bildet, die dann auch bei komplizierteren chirurgischen Eingriff eine große Rolle spielen, also bei Rektumkarzinomen dann auch, aber auch bei relativ häufig, so wie bei unserer Körperspenderin durchgeführt, Uterektomien, also Hysterektomien, weil dort eben auch diese Nerven verletzt werden können. Also merken Sie sich das, aber ich glaube, jetzt haben Sie mal zumindest eine grobe Übersicht über den Bauchraum bekommen und in diesem Sinne viel Spaß und geben Sie Gas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.